Liebe Gäste, hier kommt der inoffizielle zweite Teil zum Thema Potenzialentfaltung. Im letzten Video hatte ich zuerst Zweifel, Gunnar Kaiser zu erwähnen, weil ich Sorge hatte, dass es nach Abgreifen von Klickzahlen aussehen könnte. Man muss mir nicht abnehmen, dass es mir darum nicht geht und nie ging, aber ich denke, dass alleine schon meine Videotitel zeigen, dass es bei mir kein Clickbaiting gibt. Bei mir gilt, was du siehst, ist, was du kriegst, auch wenn die Mehrzahl derer, die es entdecken, es schon vom Titel her todlangweilig finden könnte. Gunnar Kaiser war für mich das Beispiel eines Menschen, der seinen Weg authentisch gegangen ist und den ich allein deswegen schon gerne verfolgt habe. Das ist zumindest das, was er nach außen gegeben hat, und nur das haben wir ja, wenn wir jemanden nicht persönlich kennen oder kannten. Als Philosoph hat er sich schon Sterbebettfragen gestellt, als er noch nichts von seiner Krankheit ahnte, aber das ist ja auch die selbstgestellte Aufgabe eines Philosophen. Die Frage, was ein Leben am Ende gelungen sein lässt, beschäftigt auch mich. Obwohl ich keinen finanziellen und auch keinen anderen äußeren Erfolg mit meinen Beschäftigungen einfahre, weiß ich im Grunde meines Herzens, dass es genau das ist, was ich machen möchte und auf genau die Art, auf die ich es mache. Denn das entspricht mir eben, ungeachtet, wie andere es bewerten. Die Künstlerin Caro Arevalo, deren Vlog ich verfolge, und sie ist eine YouTuberin mit aktuell 142.000 Abonnenten, erzählt in ihrem Video »The End of Summer« Painting, Microscopes and Packing Five Orders, ab Minute 47 davon, warum sie die 5 Bestellungen im Titel erwähnt, ein absoluter Augenöffner für Kreativschaffende und ihre potenzielle Kundschaft. Ich verlinke euch das Video in der Beschreibung und komme gleich mit meinen eigenen Erfahrungen auf das Thema zurück. Mein WordPress wird komplett vom Netz genommen. Ich möchte in die Plattform, die schon länger nicht mehr neu bestückt wird, nichts investieren, und das müsste ich tun, um sie sicherer zu machen. Für die Entscheidung war mir Robertas Podcast Der kreative Flow Folge 84 sehr hilfreich. Ich habe vor, mehr Shorts auf YouTube zu bringen mit kurzen Hinweisen auf in meinen Augen sehens- oder hörenswerte Beiträge im Netz, TV oder Print, weil sich die Menschen aus Telegram zurückziehen und augenscheinlich auch nicht meinetwegen dort bleiben. Dort bringe ich solche Sachen meistens unter. Wer möchte, folgt mir dort gerne. Der Einladungslink ist in der Beschreibung. Für die längeren inhaltlichen Videos werde ich ab Januar hier wieder nur teasern und ansonsten Vimeo und Rumble bespielen. Die Links sind immer in der jeweiligen Beschreibung. Der Hintergrund waren ja YouTubes Shadowbanning und Zensuraktivitäten, die es leider auch bei Vimeo gibt, was ich zum Startzeitpunkt da noch nicht wusste. Ich blieb und bleibe noch mit Bauchweh da, um meine Mini-Verfolgerschaft nicht komplett zu verwirren. In Kontakt mit meinen Gefühlen stehen heißt auch, der Langsamkeit, Bedächtigkeit und Nachdenklichkeit in mir Raum zu geben. Shorts liegen mir eigentlich so gar nicht. Daher behalte ich mein für Netzbedingungen im Grunde zu langsames Intervall von circa 4 Wochen für die aufwendigeren Videos in jedem Fall bei. Es tröstet mich da, beziehungsweise ich bin mir sicher, dass ich nicht mehr Zuschauer, Zuhörer hätte, wenn ich wöchentliche längere Beiträge brächte. Die einen finden es zu intellektuell und die anderen zu wenig. Ich fände es auch schöner, wenn ich genau die Menschen kennen und adressieren könnte, die meinen Inhalten etwas abgewinnen können. Aber auf der anderen Seite würde das die Gefahr bergen, mich zu sehr an mein Publikum anzupassen. Das möchte ich vermeiden, und also ist es gut so, wie es ist. Ich arbeite zwar aus eigenem Interesse an schnelleren Schnitten für die Videos, aber meine Themen werden Nischenthemen bleiben und nur durch Zufall einmal jemanden interessieren, der sich zu mir verirrt. Aus Erfahrung muss ich es leider so negativ ausdrücken. Und ich muss eben meinen eigenen Interessen folgen, damit ich authentisch erzählen kann. Ich werde keine Moden und Hypes bedienen, nur weil es welche sind. Und ich werde weiterhin langweilige Videotitel haben und den Fokus eher auf die Aussagekraft legen. Es können sich sicher die meisten vorstellen, unabhängig davon, ob sie meinen Themen etwas abgewinnen können, wie es sich anfühlt, wenn ein Video viel Zeit gekostet hat und es dann in einem halben Jahr 10 Aufrufe erzielt und ein, vielleicht 2 Menschen sich erbarmt haben, es zu liken oder gar zu kommentieren, was noch seltener vorkommt. Denjenigen unter euch, die auch eine Menge Arbeit in ihre Projekte stecken, wird es überhaupt keine Mühe machen, sich das vorzustellen. Noch fällt es mir nicht schwer, das nächste Thema, den nächsten Text, das nächste Filmchen mit der gleichen Freude anzugehen wie das vorherige, weil Dinge behandelt werden, die mir wichtig sind, in der Welt zu sein, und auch das Aussuchen des Rahmens, wie ich sie präsentieren möchte, mir total Spaß macht,
mit Videosequenzen, Fotos, begleitendem Text das gesamte Layout zu gestalten. Viele Kreativkolleginnen, und ist das nicht in diesem Fall ein total schönes Wort mit Binnen-I und Binnen-K, können ein trauriges Lied davon singen, wie es sich anfühlt, sich immer wieder anhören zu müssen, dass der eigene Spaß an der Sache doch wohl reichen müsse. Und ja, das könnte er in meinem Fall auch, weil ich meinen Brotjob nicht komplett aufgebe. Aber abgesehen von monetärem Einkommen, mit dem ich in meinem Kreativleben nicht fest rechnen kann und womit ich total einverstanden bin, dass ich nicht damit rechnen kann, fehlt natürlich Resonanz und es gehört zu meinem authentischen Bild, dass ich hin und wieder von diesem Fehlen erzähle. Und ich mir selber immer wieder verbieten muss, das zu lassen, weil auch ich gegen das eigene Gefühl angehen muss, dass es sich nach Lamentieren anhört. Es ist kein Lamentieren, es ist eine Tatsache, die ich sachlich berichte. Der Algorithmus tut, was er muss. Er kann quasi nicht anders. Bekommt er keinen elektronischen Hinweis in Form eines Likes oder Kommentars, lässt er dich unter den Tisch fallen. Das meint er nicht persönlich. Aber kürzlich habe ich schon wieder eine junge Frau gehört, die sich mit ihrem kleinen Kunstbetrieb von Instagram verabschiedet hat, weil ihr der Algorithmus eher schadet als nutzt. Ersetze, Zitat, Number above Values, das heißt die Followerzahl und die Aktivität dieser entscheiden, nicht die Werte des Betriebs oder das Können der Betreiberin. Und das wollte sie nicht mehr mitgehen und das verstehe ich vollkommen. Und auch alle die Menschen, die eigentlich wissen, womit sich die Kreativen um sie herum so beschäftigen und es ignorieren, meinen das nicht persönlich oder böse, zumindest in den meisten Fällen nicht. Das ist aber trotzdem ein Ignoriertwerden. Niemand stellt mir auch die eigentlich ganz gängige Frage, womit beschäftigst du dich im Moment, woran arbeitest du gerade? Und das, obwohl die Frage unter Menschen, die sich oft noch nicht mal gut kennen müssen, gar keine abwegige ist, fast eine Smalltalk-Frage. Ziemlich regelmäßig werde ich aber nach meinem Brotjob gefragt, scherzhaft, ob das Haus noch steht, ob ich noch dort bin, ob es mir gefällt. Ich mache wirklich niemandem einen Vorwurf, denn ich weiß ja auf dem Grund meines Herzens, dass diese Art der Resonanz, die ich meine, der Wertschätzung nicht einzufordern ist. Es funktioniert nur freiwillig. Sicherlich ist richtig, dass ich die Themen behandle oder die Bilder male, die aus mir heraus behandelt oder gemalt werden wollen. Ich muss in erster Linie mich zufrieden machen. Zufrieden. Und das gelingt mir auch. Es trägt zu meinem inneren Frieden bei. Aber auf einer einsamen Insel hätte ich bei sicher ähnlichen Ideen oder Themen, die mich beschäftigen, vermutlich ganz andere oder sogar keine Umsetzungen dieser Ideen. Das mache ich für euch Menschen da draußen. Und ich meine hier nicht in erster Linie solche Filmchen, bei denen ihr mich beim Malen begleitet, sondern die, bei denen vor der eigentlichen Aufnahme jede Menge Recherchearbeit geleistet wird. Aber es ist einfach so, quasi niemand derer, die mich hier wahrnehmen oder wahrnehmen könnten, hat irgendeine Rückfrage an mich. Und ich sage das ganz offen, es gibt nichts, was sich unangenehmer einsiedlerisch anfühlt. Von dem selbstgesuchten, angenehmen Einsiedlertum erzähle ich dann im nächsten Jahr. Und ich werde mein kreatives Eremitendasein tatsächlich weiter ausbauen. Es gehört zu meiner Auseinandersetzung in und mit der Welt, gesellschaftspolitische Themen anzusprechen. Meine Intention ist die Erweiterung des Blickfelds und damit auch des Fühl- und Denkfelds derer, die meine Dinge, meine Ansichten und Herleitungen und die derer, die ich vorstelle, freiwillig anschauen. Es geht nicht darum zu sagen, diese Ansicht ist richtig, sondern diese Ansicht gibt es auch. Nichts anderes erlebt man in der Kunstwelt, wenn man diese Welt nicht begrenzt und nicht begrenzt betrachtet. Man erlebt die verschiedenen Ansichten und Blicke auf unsere Welt als die Erweiterung eines jeden Horizonts, eines jeden Betrachters. Deswegen möchte ich auch nicht, dass mir geholfen wird, das Richtige zu sehen, dass für mich das Relevante vom Irrelevanten getrennt, dass für mich vorsortiert und ausgesucht wird. Das ist keine Hilfe in meinen Augen, es ist eine Art Vormundschaft, betreutes Gucken, betreutes Erleben. Das ist aber kein Widerspruch dazu, in einer Kunstführung gerne etwas zu Künstler und Werk erzählt zu bekommen, solange es aufrichtig ist und keine Märchen bewusst erzählt werden, um ein bestimmtes Bild des Künstlers oder Werks in der Öffentlichkeit zu schaffen oder zu bewahren. Und es gehört für mich dazu, dass ich die Arbeit von Lieschen Müller, gezeigt in einer Wald- und Wiesenausstellung, mit demselben Ernst betrachte wie die einer Frida Kahlo, nur um einen berühmten Namen zu nennen.
Mir ist bewusst, dass diese Haltung von der akademischen Kunstwelt nicht akzeptiert ist und nie sein wird. Die Zunahme von ideologisch geprägter Haltungskunst, die den Betrachter nicht frei sein lässt, ist mir jedoch Motivation genug, mich der offiziellen Absegnung weiter zu entziehen. Auf Kunst und aufs Leben bezogen, habe ich mich eigentlich immer über Hilfestellungen gefreut, die sehr mit mir zu tun hatten, weswegen auch die Mathe-Nachhilfe vermutlich nie funktioniert hat. Ich habe mal eine Kreativkollegin zu einem privaten Kunstlehrer begleitet, den ich gerne auch als meinen Lehrer akzeptieren wollte. Das Dumme war nur, dass wir Beispiele unserer bereits entstandenen Malwerke mitbringen sollten und er mich ausgelacht hat. Also, er hat wirklich richtig gelacht. Nicht schallend, aber mir hat es gereicht. Es ist mir nicht mal mehr peinlich, davon zu erzählen. So abwegig empfand ich damals und empfinde ich immer stärker das Verhalten dieses Lehrers, der meines Erachtens diese Bezeichnung nicht verdient hatte. Ich bin keine Lehrerin, aber habe ich einen Workshop-Teilnehmer, dann versuche ich, zusammen mit diesem Menschen dessen Ausdruck herauszufinden. Und würde sich herausstellen, dass es nicht das Zeichnen oder Malen ist, dann hätte dieser Mensch auf jeden Fall am Ende ein Ergebnis, auf das er aufbauen kann. Das habe ich in einem erklärenden Video vor denen mit den eigentlichen Einheiten versprochen und ich weiß, dass ich es halten kann. Die einzige Hürde, und die ist nicht garantiert zu nehmen, ist, dass meine Art des Angebots zu seiner eigentlichen Nachfrage passen muss. Aber das ist die klassische Hürde immer und überall im Leben. Ich hätte immer gerne Hinweise, was es für einen anderen Menschen wert ist, angesehen zu werden und bin auf jeglichen Tipp gleich neugierig. Am schönsten, wenn sich der Hinweisgeber noch damit beschäftigt, warum ihm das eine oder andere gefällt oder eben nicht gefällt. In freundschaftlicher Runde haben wir uns nach einem Spaziergang auf der Museumsinsel Hombruch mit dieser Frage beschäftigt und in Variationen ist sie auch Teil meines Workshops. Der Spaziergang und anschließender Austausch hat uns bereichert und mir nochmal gezeigt, wie sehr ich das Zwanglose, das Überraschende, das völlig freie Herangehen an Kunst schätze und selbst anbiete. Was ich nicht brauchen kann, ist der Hinweis, dieses oder jenes sei keine Kunst, weil es nicht im institutionellen Rahmen entstanden ist. Tut mir leid, da bin ich raus. Kunst ist mehr als nur meisterlich gekonnt und darüber ist man sich ja relativ einig. Worüber man sich nicht einig ist, darüber scheue ich den Austausch immer noch nicht und die theoretische Beschäftigung mit dem Kunstbegriff gehört immer noch zu meinem, zwar nicht zu greifbaren, aber trotzdem offiziellen Angebot. Nachdem ich damals sowohl den Anti-Kunst- als auch den Anti-Politik-Begriff erst falsch verstanden hatte, werde ich mich im nächsten Jahr auf jeden Fall mit dem Begriff der Gegenöffentlichkeit beschäftigen und vielleicht verschenke ich in dem Zuge auch nochmal was. Und wie vorhin schon gesagt, möchte ich mich noch eingehender mit meiner Eremitage beschäftigen und mal richtig herausarbeiten, weswegen ich auf diese Weise arbeite. Jetzt haben wir ja schon zwei Themen, das heißt Januar und Februar kann ich schon für euch bespielen und vielleicht möchte jemand auch einen Vorschlag für ein weiteres Thema machen? Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Da ich immer schon gerne fotografiert habe, habe ich in der letzten Zeit mehr und mehr Fotokarten verschenkt oder verschickt und das werde ich sicher in 2024 beibehalten. Hier seht ihr eine kleine Auswahl der etwas älteren und besonders der aktuellen Motive.
Und selbstverständlich werden Zeichnen und Malen auch 2024 nicht zu kurz kommen. Das Leben ist eine Improvisation. Es gibt keinen Komponisten, der uns die Partitur schreibt. Nur die Gesetze von Harmonie und Takt können uns leiten. Das Leben ist Jazz, eine Reihe von Riffs und Blue Notes. Aber wie schwer fällt es uns oft, diesen Rhythmus zu finden, bevor unser Stück ausklingt und der Vorhang fällt. Vor lauter Lampenfieber greifen wir auf der Bühne die falschen Töne und suchen verzweifelt den Applaus des Publikums, bis wir merken, dass der Saal leer ist, schon immer leer war. Und wir nur für uns spielen. Malte Herwig.